Moin, moin, meine Lieben. Da bin ich wieder. Gesund und munter, würde ich sagen, munter. Ja. Wie ihr merkt, bin ich wieder nasal unterwegs. Sag jetzt gar nichts mehr dazu. Nur, dass ich bald eine Abokarte bekomme bei erkältung.de. Und nein, macht euch keine Sorgen, mit mir stimmt alles. Es ist der Bus. Ich sag's euch, es ist das Busfahren. Weshalb bin ich ja so sicher? Weil letzte Woche bin ich Bus gefahren. Hinter mir saß jemand, der hat seinen Soundcheck gemacht morgens, geniest, gehustet. Was mache ich jetzt morgens? Genau den gleichen Soundcheck. Niesen, husten, Bronchienbeleg, ne? Also ich überlege mir jetzt echt, ob ich weiter Bus fahre. Ganz echt, ne? Ja. Ich habe ja noch die Sonnenbrille an. Naja, wir lassen die jetzt mal drauf. So wissen wir, okay, als Wollmessi das Video gemacht hat, hat die Sonne geschienen. Wir haben so tolles Wetter gehabt, schon die ganze Woche. Ganz, ganz toll. Ja, was habe ich zu erzählen? Im Grunde habe ich viel zu erzählen, aber so produktiv im Grunde war ich nicht so, ne? Nee. Ein bisschen produktiv, aber ist im Grunde so nicht der Rede wert, ne? Aber ich habe ein bisschen was zum Zeigen und zum Erzählen. Und punkto Erzählen, ihr wisst ja, ich war letztes Wochenende, nicht dieses Wochenende, nicht gestern, sondern die Woche vorher, Samstag, war ich ja auf die H&H in Köln, auf die Messe. Ja, mit Hilda. War cool. Es ging los morgens. Ich habe gedacht, naja, 2, 3 Stunden Auto, zähste Schlabberlook an, ne? Ja, richtig, wo du dich wohlfühlst drin. Wo du auch lange im Auto sitzen kannst, ne? Ja. Alles gut, Hilda getroffen, Spitzenfrau, ne? So wie sie ist, ist sie auch. Ich kenne sie ja schon ewig, die Hilda. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen. Ich mit meiner Mami im Schlepptau, sie mit ihrer Mami im Schlepptau und noch mit der Claudi, einer Freundin von Hilda. Ganz toll. Da angekommen, wir so über die Messe geschlendert. Boah, habe ich mich unwohl gefühlt, Leute. Also, die Stände da, ne? Also, ich habe gedacht, ich wäre da, ich weiß nicht, bei welcher Messe, ne? Also, da sah jeder so schnieke aus, ne? Die Männer, Kostüm, so Anzug, Krawatte. Wow, und dann kam die Wollmessi, ne? Die Sonja. Im Schlabberlook. Leute, Leute, Leute. Ich kam mir echt deplatziert vor, ne? Naja, gut, ne? Wir haben ja genug Selbstvertrauen, ne? Dann kann doch so ein Schlabberlook nicht, ne? Ja. Ja, die Messe war toll, muss ich sagen. Die Stände, also was für ein Aufwand, ne? Also ich kam an Ständen vorbei, da habe ich nur gedacht, boah, mir sind so die Augen aufgegangen, ne? Beispiel Alizée. Für mich war das immer ein ganz zweiter Klasse, ne? So. Aber die hatten einen Stand, also Regale fast bis oben an die Decke, so aus dunklem Mahagoniholz, lauter so kleine Kästchen, so 7, 8 Meter lang und in jedem Kästchen, die waren so groß, diese Kästchen, war eine andere Wolle, aber farblich abgestimmt. Das sah aus. Oh, da standst du so vor und denkst, boah, hätte ich sowas bei mir zu Hause, ne? Was gar nicht gut war, gar nicht, ne? Man konnte keine Wolle kaufen, Leute. Wisst ihr, wie schlimm das für mich war? Das war. Ich habe das so verglichen, ne? Wenn Alkoholiker trocken wurde, oder, nee, sagen wir mal so, der Alkoholiker ist immer noch nicht trocken, ne?
Und er geht dann in ein Weingeschäft rein, in eine Weinprobe rein. Und er darf nichts trinken. So habe ich mich gefühlt. Ich habe gedacht, bist du jetzt hier in der Therapie oder was? Leute, da gab es so schöne Wolle und man durfte keine kaufen. Das ist das Schlimmste, was es für mich gibt, muss ich sagen. Ganz schlimm. Und ich hätte es mir ja kaufen können. Aber man durfte nichts kaufen. Dann waren wir bei Schiebsches Garne. Schiebsches, wunderbarer Stand. Also das war ein Stand, der hat mich fasziniert. Und als wir dann so in diesem Stand durchgingen, was sehe ich? Sophie's Universe. Die Decke hing da. Und dann ist mir wieder eingefallen, das stimmt doch. Die Sophie's Universe wurde original auch in den YouTube-Videos von Schiebsches Garn gehäkelt. Ja, und das Schiebsches Garn, da wird ja auch dieser tolle Schal gemacht, dieser Hook, den die Sandra macht vom tierischen Gestricke. Moment, Kaffee. Den die Sandra macht vom tierischen Gestricke mit der Stickerei, den hatten sie auch da. Und sie hatten ihn da in dieser Meerjungfrau. Oh, so schön. Ja, und die hatten das fertige Paket da. Die haben das nicht verkauft. Schrecklich, ne? Ja, dann hatte ich ja noch die Aufgabe, zu Schachenmeier zu gehen. Da bin ich dann zum Stand von Schachenmeier, also von MEZ. Wer saß da? Arne und Carlos. Die saßen da zu stricken, ne? Ja, war auch schon aufregend. Natürlich, wie ich dann so bin, ne? Ich möchte ja nicht da stehen und anstarren. Oh, Arne und Carlos, ne? Habe ich nur kurzen Blick rübergeschmissen, ah, Arne und Carlos, und bin dann weiter und habe nach Herrn Karabasch gesucht. Dann, ich wusste ja gar nicht, wie der aussieht, ne? Haben wir die Namensschilder immer gelesen? Habe ich zu Hildegard, schau mal, ob du ihn siehst. Und dann stand er da. Am Anfang habe ich gedacht, oha, der sieht aber streng aus. Ich wollte schon wieder weglaufen, ne? Man hat doch trotz allem ein mulmiges Gefühl, ne? Aber als er mich gesehen hat, dann hat er sofort gegrinst und habe gedacht, ach, es ist doch alles in Ordnung, ne? Ja, weil wir haben uns ja schon so Sachen überlegt, so Szenen überlegt, ne? Nicht, dass du da eingewickelt bist in Wolle und was weiß ich, ne? Der hat dich schnell wieder hingelockt, ne? Oder so. Wisst ihr, wie man so rumspinnen kann, ne? Und er hat sich ganz, ganz toll um uns bemüht und ich soll mich dann hinsetzen und ich bekam dann auch einen Kaffee. Und der Herr Karabach ist auch ein ganz adretter Mann, ne? Ein ganz schnieke Mann, ne? Ja, ganz adrett. Ganz habe ich einen Kaffee angeboten bekommen. Und dann kam die Sabine, das ist eine Mitarbeiterin von Herrn Karabach, also auch von MEZ. Eine ganz, ganz engagierte junge Frau, die sich sehr, sehr gut auskennt mit Naturschutz und Tierschutz und auch im Wollebereich. Sie hat vorhin bei Rosie Green gearbeitet. Also wir wurden da sehr gut aufgeklärt und aufgenommen und ganz toll. Also das sind wirklich ganz, wie soll ich sagen, also ich habe mich schon fast so gefühlt wie bei mir auf der Arbeit. Ne? Es ist so ein eingefleischtes Team und war ganz toll, das zu sehen. Und die bringen jetzt auch ein ganz tolles Garn auf den Markt, wo man dann auch ganz genau nachvollziehen kann, von wo dieses Garn herkommt. Und ja, sie setzen sich wirklich davon ein, dafür ein, dass das, es ist nicht so einfach, hat die Sabine mir ein bisschen erklärt, kann das auch sehr gut nachvollziehen. Und trotz allem sind sie aufgrund des Druckes auch von außerhalb sich das bewusst geworden, auch durch eure Kommentare sich bewusst geworden, dass das wirklich der Endverbraucher möchte, dass das Ganze wirklich transparenter wird. Und sie werden, und sie sind dabei, wirklich da was zu ändern. Und das finde ich einfach nur großartig. Da kann man ja nur sagen, bravo, ganz toll. Ja. Ja, da sind wir noch, Entschuldigung, da sind wir noch ein bisschen so über die Messe geschlendert und mit Hilda war es toll, wir haben super gelacht und
Es gab nur nichts zu kaufen, Leute. Das war. Aber ihr werdet sehen, für den nächsten Winter kommen ganz, ganz viele neue Sachen raus. Da freue ich mich, ne? Da freue ich mich echt drauf, ne? Und letztes Mal hat mich ja auch jemand gefragt, also auch, ich glaube, ich habe von der Messe erzählt. Und da hat die mich gefragt, ja, wie kann man denn im Sommer Wolle kaufen? Da habe ich gesagt, ey, wir sind Hardcore-Stricker, ne? Das ist so wie mit Motorradfahrern. Es gibt Motorradfahrer, die fahren nur im Sommer. Und es gibt die Hardcore-Motorradfahrer, die fahren das ganze Jahr. Und wir Stricker, die Hardcore-Stricker, die freuen sich auf den Sommer, weil da diese Winterstricker findest du nicht in den Läden. Und dann haben wir die Wolle ganz für uns alleine. Dann ist keine Wolle mehr ausverkauft, es ist nichts mehr vergriffen. Und die Hardcore-Stricker kriegen alle Wolle, die sie wollen. So habe ich denen das erklärt. So Augen haben die gemacht, ne? Ja. Und dann sind wir von der Messe ja wieder nach Hause gefahren. Das war eine ganz tolle An- und Abreise. Ich muss sagen, diese Strecke fährt sich wunderbar. Ich glaube, ich habe 2 Stunden 45 gebraucht bis nach Luxemburg. Also war toll. Habe ich auch alles sofort gefunden. Kann nichts dagegen sagen. So, Prost. Was habe ich gemacht? Ich habe noch ein bisschen an meinen Bubbles gestrickt. Camino Bubbles. Und der sieht jetzt so aus. Wie soll ich ihn jetzt so zeigen? Genau, so sieht er jetzt aus. Also mir gefällt es sehr gut. Wie gesagt, man strickt lange daran. Es kommt noch, diese Farben kommen jetzt noch mit dazu. Und ich denke, das wird ganz, ganz toll. Ja. Ein ganz toller Schal. Ich habe auch bei der Alizée, habe ich die Schals, die machen ganz normale Schals, so breit. Und die sind riesenlang und das gefällt mir so gut, ne? Ich glaube, ich mache jetzt auch mal normale Schals und nicht mehr solche Loops. Dann habe ich mir vorgenommen, meine Socken alle fertig zu machen. Ich habe 3 Paar Socken auf den Nadeln. 3 Paar. Und keine sind fertig, ne? Heute habe ich jetzt mal die fertig gemacht. Die sind für meinen Bruder. Das war die Regia Tweed. Die habe ich jetzt mal fertig gemacht. Ach ja, dann habe ich. Das ist das dritte Paar, das ich angeschlagen habe. Nur weil ich unbedingt wissen wollte, wie die aussehen würden. Ich habe den Einhornpups, das ist der Einhornpups von der Ulrike Gaststätter angestrickt. Ich musste unbedingt wissen, wie der aussieht, ne? Weil der so schön bunt ist, ne? Und dann habe ich diese Socken schon gestrickt und die sehen dann so aus. Das Muster ist von der Silvirage. Die Ferse und die Spitze habe ich aus Regia Sockenwolle gemacht. Das ist die Uni Rot gewesen. Ich finde sie ganz toll. Die sind für meine Omi. Und die zweite wird genauso werden, nur dass ich dann die Fersen in Regia auch. Das ist dann dieses Türkis, mache ich dann. Die Ferse und die Spitze mit dieser Dann das dritte Paar, was fertig werden muss, sind meine Bubble-Socken. Da bin ich jetzt dabei, die weiterzumachen. Das habe ich von der zweiten Socke. Die mache ich jetzt auch noch fertig. Und dann sind diese 3 Socken fertig. Das ist alles, was ich gestrickt habe, Leute. An der Sophie habe ich nichts gemacht. Noch nix. Und genau. Also, als ich dann in Köln auf der Messe war, bei Alizée, habe ich ein Garn entdeckt. Ich war sofort verliebt. Ich war verliebt. Ich habe gedacht, das ist so schön.
Und da habe ich mir schon so Jacken vorgestellt, so lange Jacken, so Cardigans, ne? Und ich habe gesagt, das musst du unbedingt haben. Und weil man das ja da nicht kaufen konnte und ich jetzt nicht wissen, und ich jetzt nicht wusste, ist das jetzt ein neues Garn oder nicht, habe ich bei Amazon mal geguckt und da habe ich es gefunden. Ich habe es gefunden, Leute, und ich habe es bestellt. Und zwar, zeige es euch, ist das dieses Garn. Schaut euch das mal an, wie das funkelt mit diesen kleinen Mini-Pailletten. Es ist hammerweich. Das bestellt man im Fünferpack. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es gekostet hat. Moment. Es war recht günstig, muss ich sagen. Mir hat es so gut gefallen durch diese ganz kleinen Mini-Pailletten, weil ich denke, das ist nicht störend beim Cardigan. Denke ich, ist das doch toll, ne? Moment, ich logge mich jetzt gerade mal bei Amazon ein. Und ein Knäuel hat 100 Gramm und 410 Meter. Das heißt, man bekommt fünf solcher Knäuel. Ich sage euch auch jetzt gleich, was das kostet. Ach Mann, das dauert immer so lange. Und das ist, Moment, ich gucke mal, was das für eine Angora Gold. Also ein Paket kostet 24,95 € mit 5 Knäuel. Da ist drin 67% Acryl, 11% Polyester, 9% Wolle und 9% Mohair. Genau. Also es ist nicht viel Wollanteil drin, ist auch gut so, dann piekt es nicht. Also dieses habe ich mir dann bestellt. Und die ganze nochmal in Schwarz. Ich finde die einfach mega schön. Also die heißt Alize Angora Gold. Wunder, wunderschönes Garn. Daraus sollen zwei Cardigans entstehen. Ne? Genau. So, und dann ja, was habe ich mir noch so mitgehen lassen? Das Einzige, was ich so mitgehen lassen konnte auf der Messe, waren diese kleinen Mini-Opals. Ne? Ja. Die sind süß, diese Opals. Ne? Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 8 Stück. 8 Stück A, 10 Gramm. Das wären 300 Meter. Das reicht für ein paar Socken für mich, ne? Da mixe ich mir ein paar Socken. So, und ich habe der Hilda, habe ich natürlich was mitgenommen. Und Hilda hat sich natürlich revanchiert, ne? Habe ich auch ganz tolle Sachen bekommen. Ich habe zum Beispiel diesen Strang von der lieben Hilda bekommen. Das ist aus der Kempener Spinnstube. Das ist Drachenwolle. Und schaut euch mal diese Farben an. Sind die nicht toll? Also ich finde die mega, mega toll. Das sind doch mal Frühlingsfarben, ne? Und wie schön eingepackt, ne? Ich habe ihn extra nicht aufgemacht, um euch zu zeigen, wie schön sie das verpackt hat, ne? Farben sind doch geil, ne? Ja, der kommt aus diesem Laden, die Kerpener Spinnstube. Vielleicht kennt ihr die. Und aus dem gleichen Laden habe ich dann auch noch diesen hier bekommen. Der ist auch ganz, ganz toll. Das ist von Veronika Huck, der Bubble Cotton. Auch ganz tolle Farben. Mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Ah, das ist jetzt durch das
Jetzt könnt ihr es erkennen. Toll, ne? Und genau, das sind, was sind das, 400 Meter? Naja, ist jetzt ein bisschen versteckt. Aber ich denke, das sind 750 Meter, also wie alle Bubbles, ne? Toll, ne? Dann habe ich noch diese kleinen niedlichen Dinger dabei. Finde ich auch mega, mega klasse. Die kleinen Mini-Bubbles. Damit kann man ganz, ganz tolle Armbänder machen. Dann war noch drin dieses tolle Täschchen. Ist doch auch mega klasse, ne? Gefällt mir sehr gut. Und da drin war auch noch was. Diese tolle Opal-Sockenwolle. Illusion. Umgedreht. So. Auch ganz klasse Farben. Ne? Ganz, ganz toll. Da war drin diese tollen Knöpfe. Ich als Knöpfe-Liebhaber, ne? Ich sehe die schon auf meinen Socken. Ich sehe die schon auf meinen Socken. Dann war noch da drin diesen tollen Aufnäher aus Leder. Oder Lederlook, ne? Auch ganz toll. Und dieses tolle kleine Bind, also so ein, wie sagt man das, so ein Bändchen, also. Finde ich auch ganz, ganz klasse. Genau. Danke nochmal, liebe Hilda. Gefällt mir super, super, super gut. Ja. Und im Grunde war es das, was ich euch so berichten wollte. Und jetzt kann ich das mal alles einordnen. Ja. Und ja. Ich freue mich auf unser nächstes Mal. Was steht jetzt noch so an? Nee, jetzt steht... Ach ja, ich wollte euch noch sagen... Ach, das sage ich euch das nächste Mal. Ja, ich sage es euch das nächste Mal. Gut. Also, ich wünsche euch noch frohe Ostern. Ich denke, vor Ostern werde ich kein Video mehr machen. Es ist ja heute schon Sonntag. Nächste Woche ist ja schon Ostern. Dann sehen wir uns nach Ostern. Und findet reichlich Eier, liebe Leute. Und wir sehen uns nach dem Osterhasen. Ne? Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Feiertage und bleibt mir gesund. Macht's nicht für ich. Nee. Nee, nee. Wir sehen uns. Bye, bye.